hier ist Rolf von Tesla Owners US und wir sind natürlich wieder unterwegs. Wir sind diesmal Richtung Südosten, Richtung Tucson. Und da ist ein wunderschöner Park und da wollen wir hin. Und da gibt es viel zu sehen, alte Filmstudios, ein hoher Berg und so weiter. Und der Park kommt von einer Empfehlung von Ludwig und das wollen wir ausnutzen. Und ich glaube, den Ludwig treffen wir dann auch da. Also, auf geht die Reise. Hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Ja, wir haben schon den ersten Vorschlag bekommen von dem Navigationssystem, dass wir die Autobahn umfahren. Da ist alles rot angezeichnet im Verkehr. Und wir fahren jetzt hier über die Dörfer oder sagen wir durch die Wüste ein bisschen. Und zwar hier in Arizona, wenn man nach Süden oder Südosten kommt, dann ist es etwas wärmer und es ist mehr ein paar Berge. Steppe und Wüste. Und vielleicht kann ich euch das zeigen. Wir fahren jetzt so fast parallel zur Autobahn, kommen dann irgendwann auch ein Stück wieder auf die Autobahn drauf, weil jetzt muss man erstmal abbiegen. Ja, hier ist es. Das Stück Wüste Richtung Tucson auf dem Highway 87. Ist das? Ein bisschen Steppe, ein bisschen Wüste. Nichts weiter zu sehen. Und an dem Supercharger müssen wir abkoppeln. Da waren 5 von 6 belegt. Und das heißt, auf jeden Fall abkoppeln. Vielleicht hat sich da auch sogar eine Schlange gebildet zum Feierabendverkehr. Wir wollen es da nicht hoffen, aber wir können nicht dran vorbei. Es sind 120 Meilen von uns aus bis zu dem Park. Und das kann man wirklich machen, wenn es vielleicht bergauf geht oder bergunter geht oder sehr langsam fährt. Und nach Tucson geht es bergauf, also braucht man das erst gar nicht versuchen. Durch Arizona, wenn ihr hier diese Kakteen seht auf der Seite und hier auf der Seite, das ist eher in Arizona anzufinden, aber auch Wald auch. Aber dass es jetzt Richtung Winter geht, wollten wir nicht so in die Kälte rein, sondern mehr in die Wärme. Dann müssen wir Richtung Süden. Schon fertig, gleich angestöpselt das Teil. Und sind 6 Charger, 3 Autos. Also ich habe den 3B genommen, 3A ist auch frei. Und super. Jetzt habe ich den auch dran gelassen. Guck mal, so sieht das aus, wenn das Gestell hier so dran ist. Seht ihr das? Hier. Dann ist das ganze Gestell und diese Träger damit dran. Und das Gute war, zeige ich euch gleich, dass unser Trailer, den haben wir schon abgekoppelt schnell. Ich werde immer besser da drinnen. Der ist gleich auf dem Parkplatz nebenan, das ist nur ein paar Schritte entfernt. Und da haben wir jetzt ein schönes Brunch. Breakfast und Lunch zur gleichen Zeit. Da ist er schon, das Prachtstück. Steht er jetzt ganz alleine da. Ohne. Und da haben wir jetzt ein kleines Frühstück. Ja, dann habe ich erstmal meinen Kaffee rausgeholt hier kurz. Und es sind immer noch 3 andere diesmal. Ja, ein bisschen dauert es noch und dann geht's weiter. Ja, das war schnell. Relativ schnell. Ein kleines Brunch-Break, also eine kleine Mittagspause mit verspätetem Frühstück. Und da haben wir dann erstmal unseren Trailer dort abgestellt und sind zurückgefahren zum Charger. Ich bin zurückgefahren zum Charger und dann ein Stück gelaufen, das war ein paar Meter. Aber glücklicherweise stand da richtig so ein Parkplatz, also ein großer Parkplatz, unbelegt, also auch noch nicht mal eingezeichnet für irgendwas. Aber das hat genau gepasst. Wir haben unseren Trailer da einfach abgestellt, abgekoppelt und selbst mit dem ganzen Gestänge, ja, mit dem Support-Gestänge, also mit dem Unterstützungsgestänge, bin ich da auch noch lang gefahren. Und ja, das war gar nicht so schwer. Und jetzt haben wir noch eine Stunde vor uns
Und dann sind wir da, mal schauen, wie der Park aussieht. Ja, und was ihr jetzt hier seht, das ist Pikachu Peak. Das ist ein weiterer State Park. Und da gehen wir nicht heute hin. Und das ist auch ein Erholungspark mit Recreation Vehicle, also mit Fahrzeugen und Anhängern, Wohnwagen und so weiter. Und da gehen wir leider nicht heute hin, oder gehen wir nicht heute hin. Wir gehen zu einem anderen. Das ist einer von den Parks, wo mal eine kleine Schlacht am Civil War war. Und da haben sich zufälligerweise wirklich Nord- und Südstaaten Truppen getroffen und haben da so ein kleines Gemetzel gehabt oder Intermezzo gehabt. War eigentlich gar nicht so schlimm. Aber es ist auch immer hier so ein Reenactment. Also das heißt, es wird immer nachgespielt jedes Jahr mit so ein paar Freiwilligen. Ja, das ist hier auf der rechten Seite und da sieht man auch wieder Kakteenwälder in Mass. Hier von der Seite. Ja. Und wir gehen, hoffen wir, zu einem schöneren Park. Ja, wir fahren jetzt durch Swaro National Park. Und zwar ist sogar ein Nationalpark. Swaro ist die Pflanze von Arizona. Das ist eigentlich dieser große Kaktus. Es dauert ungefähr 100 Jahre, ja, so ein Kaktus ungefähr mannshoch ist. Und hier gibt es viele davon und die werden geschützt im Nationalpark. Und in, ganz in der Nähe vom Nationalpark, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt drin ist, an dem Swaro Nationalpark, da ist unser Campground. Und so sieht das dann aus. Hier. Überall Kakteen. Oder wie Uwe mir mal erzählt hat, Kaktusse. Nee, das heißt nicht Kaktusse. Nee, ich meine dich. So, das war's von denen. Und jetzt sind wir ganz nah dran. Da sind wir. Eine Meile noch. Dann geht's ein bisschen durch die Berge, durch das Arizona Sonora Desert Museum. Ist da auch. Und in Old Tucson Filmstudios gibt es da auch. Gibt es eine Menge zu schauen. Guten Morgen und wie jeden Morgen gebe ich euch die Statistik. Und diesmal habe ich das nicht gesetzt, also nicht resettet, das Daily für unseren Trip. Es sind ungefähr 120, 130 Meilen dahin. Und das sind also fast 200 Kilometer. Einmal zwischendurch aufladen. Da haben wir den Trailer ja abgekoppelt, wie ihr wisst, das habt ihr gesehen. Und dann haben wir losgelegt für den auf dem Park zu. Und hier ist ein wunderschöner Park. Das sind die Swaro Kaktus. Das ist ja der geschützte Kaktus und die Pflanze von Arizona hier. Und wir sind mitten in einem Kakteenwald. Und also diesmal hat sich der Wald geändert bezüglich Kakteen. Und da werde ich euch auch noch ein paar Bilder zeigen. Ich musste ein Kabel umbauen. Und zwar hatte ich mir einen Stecker besorgt für einen 30 Ampere 120 Volt. Und ich hatte einen Stecker dabei. Ich hatte auch einen Adapter dabei. Der Adapter hat nicht funktioniert. Also sind wir weitergegangen und habe ich mal das Kabel umgebaut, den Stecker umgebaut. Hatte auch noch vom Nachbarn mir einen Schraubenzieher leihen müssen. Also das war ein dünner Kreuzschlitz-Schraubenzieher leihen müssen. Und ja, dann haben wir aufgeladen und das Kabel habe ich dann nach einer Weile hingekriegt. Und jetzt zeige ich euch mal, wie wir jetzt schon drauf haben. Wir waren auf 70 Meilen runter und jetzt haben wir 199 Meilen schon wieder drauf mit 27 Ampere. Und das ist eigentlich das Maximale, was du hier machen kannst, 112 Volt. Also die Voltzahl geht schon ein bisschen runter. Das Kabel ist auch etwas länger. Und das ist das Maximale, was du so machen kannst. 27 Ampere. Normalerweise kannst du die nur mit den 30 Ampere nur mit 80% fahren. Das heißt also mit 24. Manchmal kannst du auch mit 90. Also 90 verträgt der auch schon. Deshalb habe ich also
90% gefahren, das sind 27 Ampere auf die Leitung. Mein Kabel ist dick genug, das schafft das auf jeden Fall auf einer der Phasen da. Und das hat reicht eigentlich. Und am Freitag, also morgen, kommt der Ludwig und den kann ich dann den Campground hier geben, weil den Rest von den die restlichen 10%, die lade ich mir auf mit 120 Volt. 12 Ampere oder 15 Ampere, so ungefähr. Und das kann ich dann hier an dem Trailer einstecken. Und das mache ich auch. Das nudelt sich so einen aus da. Oh, Wagen wieder geladen, fast zu 90%. So lassen wir den erstmal da. Und dann können wir noch mal ein bisschen rumfahren. Wenn ich Strom brauche, nudel ich mir das Strom mit den 120 Volt da und 12 Ampere einfach rein. Das reicht dann schon. Das funktioniert. Und das ist etwas einfaches Campen. Und zwar haben wir Wasser vorher auffüllen müssen in den Frischwassertank. Dann haben wir ein Grauwasser und ein Wastewater, also ein Blackwater, also die richtigen Abfälle-Tank. Und den benutzen wir jetzt die 4 Tage. Da wird sich nicht füllen. Und dann gibt es eine elektrische Pumpe, einen elektrischen Aufheizer, also elektrische Warmwasserbeheizung, und das funktioniert eigentlich jetzt wunderbar. Und da kommen wir jetzt mit aus für die Tage, und dann wollen wir euch noch ein paar Bilder zeigen von hier. Sieht wirklich toll aus, und wir haben uns dazu entschlossen, etwas in den Süden zu fahren, weil wenn wir jetzt in den Norden fahren, Ende November, Anfang Dezember, da ist dann schon ein bisschen kühler. Also jetzt noch ein paar Bilder und